Das Sommerloch ist zu Ende, der Spieleherbst ist endlich da. Im Oktober findet ihr über 40 Titel, die wir euch hier vorstellen. Und wie immer gilt dabei, es handelt sich in unserer Übersicht wie immer nur um physisch erhältliche Spiele. Also keine Download-Titel, also aufpassen. Aber hier geht's los. Dragon's Dogma Dark Arisen ist ein Port für die aktuelle Konsolengeneration, der sämtliche Inhalte der gleichnamigen PS3 und 360-Version beinhaltet. Das bedeutet alle DLCs, die Erweiterung Dark Arisen und natürlich das Hauptspiel. In diesem Open-World-Action-Rollenspiel ist es eure Aufgabe, als Kämpfer, Waldläufer oder Magier einen mysteriösen Drachen aufzuspüren und diesen zu töten. Doch man ist nicht auf sich alleine gestellt. Eine Party aus drei weiteren Charakteren ist stets zur Hilfe und unterstützt euch beim Kampf gegen Fantasy-Ungeheuer. Mario und Luigi Superstar Saga und Bowser Schergen ist ein Remake von dem Spiel, aus dem damals die Mario und Luigi-Reihe hervorging. In diesem überarbeiteten Klassiker müsst ihr den Mario-Brüdern dabei helfen, die Stimme von Prinzessin Peach zurückzuholen. Dafür steuert ihr beide Charaktere gleichzeitig durchs Bodenland und könnt Paaraktionen benutzen, nicht nur um Rätsel zu lösen, sondern auch um Kämpfe zu gewinnen. Dazu gibt es noch den Schergen-Saga-Modus, in dem die Geschichte des Spiels aus Sicht von Bowser Schergen erzählt wird. Alles erledigt. Der berühmte Professor Layton ist verschwunden und aus diesem Grund übernimmt seine Tochter Catrielle nun die kniffligen Ermittlungen. Versprochen werden mehr Rätsel denn je, natürlich die neue Protagonistin, die eine bunte Schar an neuen Charakteren mitbringt, witzige Dialoge und eine fesselnde neue Krimi-Handlung. Erkundet London mit dem Fahrrad und lasst euch in mysteriöse Ereignisse verwickeln, die euch auf eine heiße Spur bei der Millionärsverschwörung bringt. In Calcep Revolt begleitet der Spieler Alan einen neuen Rekruten der Freebat-Rebellen, die sich gegen die Tyrannei des Count Krannis stellen und für die Freiheit kämpfen. Gespielt wird auf einem Spielbrett, auf dem ihr euch mit Würfeln fortbewegt, gekämpft wird dann mit einem selbstgebastelten Deck Karten. Im Verlaufe des Spiels kann man dieses aus einem Repertoire von über 400 Karten aufbauen und sich so verschiedene Strategien zurechtlegen. Wie der Name schon sagt, übernimmt man im Autowerkstatt-Simulator 2018 die Verantwortung über eine Autowerkstatt, die man managen muss und in der man natürlich in erster Linie an Autos herumschraubt. Spieler können entweder aus alten Rostlauben wieder fahrende Autos herstellen oder aber für Kunden mit verschiedenen Aufträgen arbeiten. Dafür stehen viele unterschiedliche Werkzeuge zur Benutzung bereit. Es besteht auch die Möglichkeit, sein neues Lieblingsauto auf der Rennpiste auszuprobieren. Battle Chasers Night War ist von klassischen Konsolenspielen inspiriert und steckt voller Dungeon-Action, rundenbasierten Kämpfen im JRPG-Stil und einer tiefgründigen Story, die durch das Erkunden der Welt vorangetrieben wird. Als Spieler wählt man einen der drei Helden, stattet ihn mit einem Repertoire aus Gegenständen und Fertigkeiten aus und macht sich dann auf die Suche nach Bossgegnern und zufällig erscheinenden Freunden und Feinden. Little Nightmares will euch mit euren Kindheitsängsten konfrontieren und setzt dabei auf eine düstere Atmosphäre und eine verstörende Geschichte. Als Mädchen Six muss man ein Puppenhaus erkunden, das sowohl Gefängnis als auch Spielplatz sein soll. Dabei vermischen sich Träume mit Albträumen und um diesem Ort zu entfliehen, muss man sich an seine eigene Kindheit erinnern. Was das genau heißen soll, wissen wir aber leider auch nicht. Wenn ihr Little Nightmares gezockt habt, sagt mal Bescheid. Die Deluxe-Version beinhaltet im Gegensatz zum reinen Hauptspiel den Expansion Pass Secrets of the Maw, der die aktuelle Erweiterung Die Tiefen sowie zwei kommende Erweiterungen freischaltet. Syndrome ist ein Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das an Bord der Falkenburg stattfindet, einem Erkundungs- und Wissenschaftsschiff ausgestattet mit den fortschrittlichsten Systemen der Nova-Corps-Flotte. Irgendetwas Seltsames ist mit den Crewmitgliedern geschehen und nun gilt es herauszufinden, was genau das eigentlich war. Das wichtigste Ziel dabei ist allerdings das Überleben. Die Munition ist knapp und muss mit Bedacht eingesetzt werden. Für VR-Besitzer gibt es außerdem noch einen VR-Modus für noch realistischeren Gruselspaß.
I'd see you again, didn't I? You and me, we're two threads in the same stitch. Batman The Telltale Series – Der Feind im Inneren ist eine weitere Geschichte im Batman-Telltale-Universum. Wie für Telltale-Spiele üblich, befindet sich in dieser Box lediglich die Möglichkeit, alle Spiele herunterzuladen, sobald diese veröffentlicht werden. Den Start macht Episode 1, in der der Riddler zurück nach Gotham City gekehrt ist und in der ein neuer Joker entsteht. Zynmora X ist ein Sidescroller-Shoot'em-up, das klassische Shooter-Elemente mit zeitgemäßer Optik kombiniert. Zum einen gibt es einen Story-Modus, der eine irre Geschichte erzählen soll, zum anderen gibt es für Kenner des Genres einen Arcade-Modus für tiefgründiges, spannendes Gameplay. Spieler können auf ein Repertoire von 50 Waffenkombinationen zurückgreifen und sogar die Zeit manipulieren. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Mittelerde Schatten des Krieges erzählt die Geschichte des Waldläufers Talion und des Rachegeistes Celebrimbor weiter, die ihren Ursprung in dem Prequel Mittelerde Mordors Schatten hat. Kernfeature des Action-Rollenspiels ist auch hier wieder das Nemesis-System, das den NPC-Anführern der Ork-Armee dynamische Charakterzüge und Erinnerungen an die Auseinandersetzungen mit dem Spieler verleiht. Kämpft euch durch Armeen von Gegnern, übernehmt mit Hilfe des Rachegeistes die Kontrolle der Anführer oder fragt diese aus, um euch langsam an den Kopf der Armeen zu arbeiten. Nach den Ereignissen des ersten Teils von The Evil Within kehren wir mit Protagonist Sebastian Castellanos zurück in die Albtraumwelten von Stem, um Tochter Lily wiederzufinden, die wider alle Erwartungen doch noch am Leben sein soll. In Survival-Horror-Manier kämpfen Spieler sich durch die langsam zerfallende Stadt Union, in der es sehr viele Monster gibt, aber nur sehr wenig Munition. Die gilt es sich gut einzuteilen, auch mal dem einen oder anderen Gegner auszuweichen, um sich langsam aber sicher dem sogenannten Chor der Welt zu nähern, um Stem aufzuhalten und hoffentlich Lily zu finden. In Story of Seasons, Trio of Towns, übernehmen Spieler die Rolle eines jungen Stadtbewohners, dessen Traum es schon immer war, irgendwann auf dem Land zu leben. Dieser Traum hat sich erfüllt und nun ist es die Aufgabe, das riesige Land mit Leben zu füllen. Wie auch in vielen ähnlichen Spielen muss man also das Feld bestellen, Tiere züchten und sein Land dekorieren. Natürlich kann man auch wieder romantische Beziehungen zu seinen Nachbarn aufbauen. Seit Ende Mai diesen Jahres gibt es diesen asymmetrischen Multiplayer zwar schon zu kaufen, allerdings nur digital. Mit der physischen Version des Spiels rücken die Entwickler Gunmedia und Illphonic nun für die PS4 und die Xbox One am Freitag, den 13. Oktober raus. Wie passend, weil das Datum wie der Name des... Ach egal, ihr wisst schon. Wer Bock hat, als Jason ein paar Teenager in die Fänge zu kriegen, kann sich für knappe 40 Euro ein paar nervenaufreibende Stunden machen. Eine Welt, die in einer anderen Dimension liegt, wird beschützt von den vier Göttinnen Neptune, Noir, Blank und Vert. Und weil sie das bisher so gut gemacht haben, werden sie natürlich gebeten, die Beta-Testerin für ein Online-Spiel zu werden, in dem sie dann wiederum die Welt retten müssen. Gameception quasi. Es geht um Freundschaft, Familie und die Auseinandersetzung mit ihrem virtuellen Ich, alle bunt und schnell verpackt in typischer Action-RPG-Manier. Für Fans der Hyperdimension Neptunia-Reihe mit PS4 oder Steam-Account sicherlich einen Blick wert. Dungeon Keeper trifft Warcraft, hat die Rock Paper Shotgun schon treffend formuliert. Im dritten Teil dieses Strategie-Simulations-Management-Fantasy-Spiels müsst ihr wieder Horden und Schergen steuern, eure Basis ausbauen, Technologien entwickeln, Feinde abwehren und im besten Fall die menschengeführten Städte an der Oberwelt einnehmen. Das Ganze geht alleine im Multiplayer und sogar im Koop. Ach ja, bis zum Release am 13. Oktober gibt es auf Steam noch einen Vorbestellerrabatt von 15% für die PC-Version abzugreifen. Was wird die Frage?
Bullet-Hell-mäßiges Dauerfeuer gibt es hier ohne Ende in einem 3D-Shoot'em-Up-Fighter, in dem ihr euren Gegenüber so gut es geht beschießen müsst oder auch ein Schwert oder sogar Zauberkarten zur Hilfe nehmt. Insgesamt 9 Charaktere des Tohu-Universums könnt ihr auswählen und jetzt kommt das Beste. Jeder hat einen ganz individuellen Techno-Beat, der euch sicher zum Mittanzen bringt. Das behaupten jedenfalls die Entwickler. Es gibt einen Szenario-Modus, in dem ihr jede Backstory nachvollziehen könnt und die komischen Vorfälle in Gensokyo aufdecken müsst. Piranha Bytes bringen ein neues Open-World-Rollenspiel, das mit einigen Dingen punkten kann, aber leider auch einige Lücken hat. Die Science-Fantasy-postapokalyptische Spielwelt ist riesig, künstlerisch toll gestaltet und bietet hinter wirklich jeder Ecke etwas zu entdecken. Der Umfang wird auf 60 bis 80 Stunden Spielzeit im ersten Durchlauf geschätzt, bei 3 Fraktionen ergibt sich also hoher Wiederspielwert. Die technische Seite lässt allerdings zu wünschen übrig. Es gibt einige Clipping-Fehler, gröbere NPC-Bugs und nicht selten holprige Animationen im Kampfsystem oder doch sehr grobe Texturen. Das ist nicht so gut, hält aber nicht unbedingt vom Spielen ab. We were supposed to be a duo, remember, Tweak? Yeah, I remember. So when I walked out on Coon & Friends, you should have walked out with me. I like Coon & Friends. Auf der Gamescom haben wir es bereits testen können und es lässt sich zweifelsfrei feststellen, das ist das lustigste Spiel des Jahres, sofern man den South Park-typischen Pipi-Kaka-Humor denn mag und ihn in Spielform auch genießen kann. Dieses Mal gibt es keinen Stab der Wahrheit, dafür aber neue Abenteuer von Kyle und seinen Kollegen, die in rundenbasierten Kämpfen, jetzt neu mit verbessertem lokalen Kampfsystem, versuchen die Welt zu retten oder was zur Hölle auch immer da los ist. Wird geil, so oder so. Stay out of the street, damn kids! Fuck you, dude. It's Civil War, dick. UK Sports wiederholt es Jahr für Jahr mit kaum schwindendem Erfolg. Sie veröffentlichen ein neues WWE-Spiel und die Wrestling-Fans nehmen es dankend an. Dieses Mal sind weit über 150 spielbare Charaktere dabei, mit denen ihr in den Ring steigen oder Gegner verspotten könnt. Außerdem neu ist die Grafik-Engine, ein paar neue Spielmodi und Matchtypen. Losgeprügelt wird dann ab dem 17. diesen Monats auf der PS4, der X1 oder sogar der Switch. Get the Deluxe Edition and play 4 days early. Seien wir mal ehrlich, zu den NBA-Spielen muss man eigentlich ja nicht mehr viel erklären. Das Spielprinzip und vor allem die Mechaniken sind unverändert, mehr als solide, es sieht gut aus und fühlt sich immer gut bis sehr gut an. Erfrischend ist seit NBA 2K17 der Teil, in dem man seinen eigenen erstellten Spieler zum Star bringen muss und quasi einen Story-Modus spielen kann, bei dem es auch Entscheidungen zu treffen gilt. Kritik üben viele Fans am verstärkten Mikrotransaktionssystem, das zeitinvestierende Spieler in den Wahnsinn treibt und benachteiligt. Mit Rogue Trooper Redux kommt ein grafisches Remake vom Third-Person-Shooter-Klassiker in die Läden, in dem alle Charaktere, Waffen, Autos und Effekte nachgebaut und erweitert wurden. Das Spielprinzip bleibt gleich, es gibt aber einige Steuerungselemente, die dem Jetzt-Standard entsprechen. Humor und Story orientieren sich nach wie vor kompromisslos an der ursprünglichen Comicvorlage. Wer es 2006 verpasst hat, kann es jetzt nachholen. Polyphony Digital bringen das 7. Spiel der Gran Turismo-Reihe raus, dieses Mal allerdings exklusiv für die PlayStation 4. Es wird 3 Spielmodi und 150 Autos geben, in denen ihr euch beweisen könnt. Im Campaign-Modus gilt es von der Fahrschule aus, der beste Rennfahrer zu werden, ist ja klar. Im Arcade-Modus ist das etwas lockerer, in Einzel- oder Splitscreen-Rennen zu sehen. Und im Sportmodus wird online gegeneinander gefahren, in Turnieren und Ausscheidungswettkämpfen. Es soll bald möglich sein, hierüber eine digitale Rennlizenz zu beantragen, die einer echten entspricht. Angekündigt ist außerdem, dass einige Spielmodi sogar PlayStation VR unterstützen sollen. Garmadon in my sight. Es handelt sich hier um ein Spiel, das auf einem Film basiert, der auf Spielzeug basiert. The Lego Ninjago Movie Video Game. Man kann hinterfragen, ob es eine Veröffentlichung aller Erweiterungsset für Lego Dimensions nicht auch getan hätte, statt ein Standalone-Spiel draus machen zu müssen.
Eine gut gefüllte Welt mit 8 großräumigen Abschnitten nimmt euch mit auf die Ninja-Go-Insel, natürlich wieder im Splitscreen-Modus, wenn man denn will. Man merkt Traveler's Tales an, dass sie über 30 Lego-Spiele in allen Varianten entwickelt haben, aber auch, dass dieser Abstecher zwar solide inszeniert ist, aber nicht das Beste ihrer Reihe wird. Für Familien und Kids nach wie vor eine super Sache. Oh, we should huddle. Huddle's great for plans. Ninja Go! Corin, quickly, come join us. Don't be fooled by their words. You belong with your true family in Hoshido. Ein viel erwartetes Hack'n'Slay-Crossover zwischen der Fire Emblem-Serie und dem Warriors-Franchise kommt nun Ende Oktober auf die Switch und auf den 3DS, nachdem es einen Monat eher schon in Japan gespielt werden konnte. Ein Wermutstropfen für einige Fans wird aber sicherlich sein, dass bereits bestätigt wurde, dass die beliebten Charaktere Roy und Ike es wohl nicht in den ersten DLC schaffen werden und wenn überhaupt in einem Nachfolger auftauchen. Der Landwirtschaftssimulator, der von sich behauptet, der fesselndste seines Genres zu sein. Real Farm kommt von den Triangle Studios und wirbt mit unter anderem 4K-Auflösung, einem Karrieremodus, einer Echtzeit-Wirtschaftssimulation und einem riesigen Angebot von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und Maschinen. Von Grubber bis Mähdrescher ist also alles dabei, was das Landwirtschaftssimulatorenherz höher schlagen lässt. Was für ein undankbares, langes Wort für ein unterschätztes Genre. Landwirtschaftssimulator. Du musst ihn finden. Begib dich auf die Suche nach dem letzten Windmönch. Nur so kannst du Asposien retten. In unserem Indie-Spiele-Video von der Gamescom haben wir es bereits anspielen und auch ein paar Preview-Meinungen aus der Demo mitteilen können. Nun erscheint der Nachfolger des erfolgreichen Adventures mit viel Point-and-Click und Humor und verspricht alles Positive des ersten Teils erfolgreich fortzuführen. Es gibt schrullige Charaktere wie Flötennasen, Wollmäuse und Schroffs und natürlich die Gegenspieler Brezel-Nazis. Da muss man erstmal drauf kommen. Klarer Tipp der Redaktion. The city is secure. Bereits seit dem 5. September laufen die Konsolen-Pads der Destiny 2 Spieler heiß. Diesen Monat können sich endlich auch PC-Spieler in über 12 kompetitiven Spielmodi, 4 gegen 4 Mehrspielerpartien und einer umfangreichen Story-Kampagne die Tasten weich klöppeln. Die letzte Stadt der Menschen ist gefallen, den Hütern wurde ihre Macht entzogen und die Jagd nach neuen Waffen und besserer Ausrüstung hat begonnen. This is great. Anyone want a hug? No hugs. Mit Hidden Agenda veröffentlichen die Macher hinter Until Dawn einen Social Gaming Titel, bei dem ihr mit bis zu 6 Spielern gleichzeitig mit euren Smartphones bewaffnet einen Kriminalfall aufklären müsst. Dabei wird jedem Mitspieler eine eigene Aufgabe zugeordnet und eure Entscheidungen beeinflussen den Spielverlauf. Ob ihr dabei zusammenarbeitet oder lieber eure eigenen Interessen verfolgt, liegt an euch. Doch ob das alles genug Futter für mehrfache Spieldurchläufe bietet, ist noch offen. It's not as much fun when they don't let you leave. Just Dance müssen wir euch sicherlich nicht mehr erklären. Wer Bock auf Abzappeln vor dem Fernseher hat, kann das im neuen Teil der Reihe zu 40 heißen Songs tun. Mit dabei sind Songs von Bruno Mars, Ariana Grande, Beyoncé und sogar ein Song von Hatsune Miku. Das Ganze geht dieses Jahr auch in einem extra auf die jüngeren Tänzer zugeschnittenen Kids-Mode mit einfacheren Choreografien und kindgerechten Charakteren und Welten. Marios Mütze wird Leben eingehaucht und befähigt den Helden zu einer ganzen Reihe neuer Moves. Wie zum Beispiel in Gegner zu springen und diese inklusive ihrer Fähigkeiten für einen gewissen Zeitraum zu übernehmen. Zusammen mit zahlreichen detailverliebten Welten, in denen es jede Menge zu entdecken gibt, ergibt sich ein Super Mario, das sich neu und frisch anfühlt und so schnell sicherlich nicht wieder weggelegt wird. Mit einem Jahr Pause veröffentlicht Publisher Ubisoft jetzt einen neuen Teil der Assassin's Creed-Reihe, der die Spieler ins alte Ägypten und die Anfangszeit des Assassinenordens führt.
Unter anderem das Kampfsystem wurde so aufgefrischt, dass es dem Spieler mehr Kontrolle über den Charakter und die Steuerung desselben bietet. Auch neu, ein großer Skilltree, der dem Spieler einigen Raum für einen individuellen Spielstil bieten könnte und Assassin's Creed Origins etwas näher an das Rollenspielgenre rückt als seine Vorgänger. In Wolfenstein 2 The New Colossus setzen sich die Ereignisse des ersten Teils fort. Eine Entscheidung, die die Spieler dort getroffen haben, soll sich sogar auf Spielverlauf und Gameplay auswirken. Neueinsteigern wird in einem Flashback noch vor dem eigentlichen Beginn des Spiels die Chance geboten, diese Entscheidung ebenfalls zu treffen. Auch bei Gameplay und Grafik setzt die Fortsetzung auf bereits erprobte Mittel. Hier lassen sich keine großen Neuerungen feststellen. Andererseits, warum soll man etwas ändern, wenn es auch so jede Menge Spaß macht? In dem Anime-Action-Rollenspiel Knights of Azure 2 müsst ihr in einer von Dämonen befallenen westeuropäischen Stadt Ende des 19. Jahrhunderts das Geheimnis um die mysteriöse Königin des Mondes lüften. Dabei werdet ihr begleitet von allerlei zwielichtigen Gestalten und angetrieben von dem Wunsch, eure Freunde zu beschützen. Doch in einem Hinterhalt werdet ihr getötet, nur um kurze Zeit später in den Händen der finsteren religiösen Organisation Neue Kurie als Halbdämon zu erwachen. In One Piece Unlimited World Red gibt's ordentlich aufs Fressbrett. Und zwar mit übertriebenen Schlaggeräuschen, spektakulären Stürzen und bunten Kostümen. Redfield alias der Rote Graf lässt Ruffys Freunde entführen, die es im Verlauf des Spiels wieder zu befreien gilt. Ihr könnt dabei zwischen euren liebsten Mitgliedern der Strohhutbande wählen, von denen jeder mit einem eigenen Skillset aufwartet. Auch wenn Spielmechanik und Grafik stellenweise zu wünschen übrig lassen, überwiegt größtenteils doch der Spaß am Spielen. Bei Cossacks 3 handelt es sich um ein Remake des Echtzeitstrategie-Klassikers aus dem Jahre 2000. Doch wurde hier statt einer weiterentwickelten Version eine eher lieblose Kopie auf den Markt gebracht, die zwar ein heimisches Gefühl bei Fans des Originals hervorruft, aber leider auch immer noch die gleichen Fehler und sogar Bugs enthält und jegliche Weiterentwicklung des Genres einfach links liegen lässt. Falls für euch aber kein Weg an Cossacks vorbeiführt, erscheint das Spiel diesen Monat in der Gold Edition. Am Ende der Sommerferien möchten zwei Mädchen nur ein Feuerwerk auf einem Hügel ihrer Heimatstadt bestaunen. Doch als dieses endet, legt sich eine tiefe Dunkelheit über die Stadt und die zwei Mädchen verlieren sich. Auf euch alleine gestellt, müsst ihr euch abwechselnd mit beiden Mädchen den Gefahren und den Schrecken der Dunkelheit stellen. Die Indizien, die ihr dabei findet, reichen von kleinen Hinweisen bis hin zu lebenrettenden Informationen. Die Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy führt nicht nur den unaussprechlichen Namen der Serie weiter, sondern enthält Teil 1 bis 3 der Storm-Reihe und zwar alle in einer überarbeiteten HD-Neufassung. Wer also in seiner Gesamtheit nachholen möchte, was für manche zum Inbegriff von Anime- und Manga-Umsetzung in Videospielform geworden ist, der ist hier an der richtigen Adresse. Die Offroad-Simulation Spin Tires bekommt mit Spin Tires Mudrunner eine Neuauflage verpasst. Die Entwickler betonen vor allem die überarbeitete Physik-Engine, die unter anderem authentischeres Wasser- und realistischere Schlammphysik, eine verbesserte Reifensimulation sowie eine insgesamt bessere Interaktion zwischen Vehikel und jedem Element der Umwelt bietet. Anders als bei anderen Rennspielen geht es bei Spin Tires darum, nicht etwa möglichst schnell, sondern möglichst geschickt durch das Gelände zu gelangen. Ähnlich wie bei Parkour also, nur eben mit Autos und ganz anders. Mit Quar Battle for Gate 18 kommt diesen Monat die Rundenstrategie in VR. Die Quar, die namensgebende Rasse, sind Alien-Ameisenfresser, die sich mit Waffen aus dem Ersten Weltkrieg in einem bereits 700 Jahre anhaltenden Krieg auf ihrem Planeten Alvid bekämpfen.
Klingt ja erstmal abgefahren genug. Besitzer einer HTC Vive konnten bereits seit dem Release der VR-Brille in den Genuss des Spiels kommen. Diesen Monat erscheint es auch für PS4 in einer PSVR-Version. Song of Horror versprach bereits bei seiner ersten Kickstarter-Kampagne 2015 Survival-Horror für Fans von Silent Hill, Alone in the Dark und dem originalen Resident Evil. Ihr wechselt zwischen insgesamt 16 spielbaren Charakteren, von denen alle bis auf den Protagonisten einen Permadeath erleiden können, also ab dem Zeitpunkt ihres Ablebens für den Rest des Spiels nicht mehr zur Verfügung stehen. Neben einer cineastischen Inszenierung heben die Entwickler vor allem den Realismus der Geschichte und Charaktere hervor, die das Horrorgefühl noch unterstützen sollen. Das war unsere kleine Monatsübersicht für alle Spiele, die im Oktober für euch interessant sein könnten, die physisch erhältlich sind. Eure Lieblingsspiele, auf was ihr euch am meisten freut, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Folgt uns bei Facebook und Twitter und Discord-Channel nicht vergessen. Unten gibt es ein weiteres Video und zwar die letzte Sprechstunde mit Cookies-Thema, also Sachen, die alle cool finden und die ihr unglaublich hasst. Das waren 20 Sekunden. Schönen Tag noch.